Hallo, liebe Panorama-Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Nikolaus Reisinger. Ich bin Historiker an der Karl-Franzens-Universität in Graz und ich bin Eisenbahnhistoriker. Und ich freue mich sehr, Sie durch die ersten beiden Teile der Eisenbahn-Sonderedition 175 Jahre österreichische Eisenbahn begleiten zu dürfen, für Sie die Moderationen machen zu dürfen. Wir haben uns als Drehorte zwei für die österreichische Eisenbahngeschichte ganz wichtige Orte ausgesucht, an denen sich auch ganz tolle Museen befinden. Wir starten hier im Südbahnmuseum Mürzzuschlag und werden dann unsere Reise fortsetzen im Technischen Museum in Wien. Und somit möchte ich Sie nun sehr herzlich einladen, mich bei den Dreharbeiten zu diesen beiden wunderbaren Teilen unserer österreichischen Eisenbahngeschichte zu begleiten. Kommen Sie mit! Das Panorama-Kamerateam rund um Panorama-Filmproduzent Harald Scherz hat schon alle Vorbereitungen getroffen. In der historisch nachgebauten Bahnhofshalle des Südbahnmuseums wird die Eingangsmoderation gedreht. Man hat es sich nicht einfach gemacht und beginnt die erste Moderation gleich mit einer Kamerafahrt. Das bringt Dynamik in die Aufnahme und das Raumambiente kommt noch besser zur Geltung. Aber beobachten Sie selbst, wie der Dreh einer solchen Moderation abläuft. Die Moderation wird so lange wiederholt, bis der Regisseur überzeugt ist, dass alles gepasst hat. Und das kann manchmal lange dauern. So sieht die Moderation von der Hauptkamera aus. So ist es mir eine sehr große Freude, Sie nun auf einer langen Reise durch die österreichische Eisenbahngeschichte begleiten zu dürfen. Nun befinden wir uns bei den Requisiten, die als passende Bildkomponenten für die zweite Moderation im ersten Teil des Eisenbahn-Jubiläumsfilmes ausgesucht wurden. Es ist ein Grubenhund aus einem Goldbergbau bei Brad im heutigen Rumänien. Man erkennt hier eine ganz wichtige technologische Komponente in der Eisenbahn, nämlich das Rad-Schiene-System. Die Kamera befindet sich wieder mobil auf dem Fahrwagen. Diesmal ohne Stativ, direkt auf dem Plateau des Fahrwagens. Jetzt kommt es darauf an, eine möglichst ruhige Kamerafahrt zu produzieren, die auch noch im Zeitablauf mit der Moderation übereinstimmt. Viele Komponenten spielen bei einer solchen Aufnahme zusammen. Licht, Ton, Kamerabewegung und letztlich eine möglichst fehlerfreie Moderation. Last but not least sind Geräuschquellen im Museum, meistens Kleinkinder oder der Lärm einer Kaffeemaschine, ja sogar das Geräusch einer Klimaanlage die Ursache für viele Wiederholungen der Aufnahmen. Doch jetzt hat es geklappt. Wir wollen Ihnen aber nun nicht die einzelnen Moderationen zur Gänze zeigen. Da müssen Sie schon auf die Panorama Eisenbahn Jubiläumsfilmedition warten. Weiter geht es mit der Moderation Nummer 3. Wieder wird ein neues Filmkapitel eingeleitet. Es handelt sich um die Darstellung der Mobilität der Bevölkerung Anfang des 19. Jahrhunderts. Was könnte da besser passen als eine Postkutsche? Diesmal ist die Kamera fix am Stativ. Trotzdem müssen alle anderen Komponenten wie Bildausschnitt, richtige Beleuchtung und der Ton immer wieder neu justiert werden. Und wenn einmal die Technik perfekt funktioniert, dann hat gerade in diesem Augenblick der Moderator einen sogenannten Hänger. Ein passendes Wort ist ihm entfallen, der perfekte Satz kommt nicht von den Lippen und so weiter und so weiter. Es gibt viele Gründe, eine Moderation nicht perfekt bis zum Ende zu bringen. Aber das ist im Filmgeschäft einfach normal. Es wird so lange wiederholt, bis alle Faktoren einer Filmszene, hier eben einer Moderationsszene, optimal stimmen. Die passenden Sätze werden bis zur letzten Sekunde optimiert. Die nächste Moderation leitet den Bau der ersten europäischen Pferdeeisenbahn durch Franz Josef von Gerstner ein. Passend für das Moderationsbild die Büste des legendären Bahnpioniers aus Österreich.
Bevor wir die Arbeit zur letzten Moderation dieses Tages zeigen, lassen wir den Panorama-Kameramann der ersten Stunde, Harald Seimann, zu Wort kommen. Es ändert sich alles. Das rollende Rad bewegt sich den Berg immer noch weiter rauf. Und das Spannende ist, kann man noch was Neues machen? Wie kann man es machen? Und auf zwei Ebenen hat sich wahnsinnig viel entwickelt. Die Filmtechnik ist enorm weitergegangen, Gott sei Dank. Das ist wirklich ein Fortschritt. Man sieht heute viel mehr. HD ist Standard, guter Ton ist Standard. Bei der Eisenbahn ist es auch immer schneller und technischer geworden. Es gilt, den Zauber immer noch zu zeigen. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass du, dein Unternehmen, wir, die wir alle zusammenarbeiten, immer noch nach so langer Zeit gut zusammenarbeiten und die Freude haben, die Neugierde, Neues zu entdecken und ein bisschen drüber zu schauen. Was ist dahinter? Wo geht's weiter? Nun aber einige Impressionen vom Dreh der Moderation zur Einleitung des Filmkapitels zum Bau der Semmeringbahn. Da bietet das Südbahnmuseum natürlich unendlich viele Motive für den Moderationshintergrund. Wieder wird eine Kamerafahrt inszeniert, um die gewaltigen Granitsteine im Vordergrund dynamisch ins Bild zu bekommen. Nun die Moderation aus dem Blickwinkel der Hauptkamera. Ein kurzer Ausschnitt der Moderation, wie sie später in der dreiteiligen Filmedition zu sehen sein wird. Die Verschienung des Semmering war mit großer Sicherheit die größte Herausforderung im gesamten Projekt der Südbahn. 1848 war es aber soweit. Im Jahre 1848 erfolgt die Baugenehmigung zum Bau dieser monumentalen Bahn. Aber 1848 war auch gleichzeitig ein schwieriges Jahr. Es war ein unruhiges Jahr, denn es herrschte Revolution im Kaisertum Österreich. Und man wundert sich, warum im Revolutionsjahr der Baubeginn zu einem dermaßen monumentalen Bauwerk gegeben wird. Geschafft. Dreharbeiten sind anstrengender, als ich jemals gedacht habe. Aber bevor wir hier die Dreharbeiten in Mürzzuschlag im Südbahnmuseum beenden, würde ich Ihnen noch sehr gerne die langjährige Leiterin des Südbahnmuseums, Kerstin Ogris, vorstellen. Hallo Kerstin. Hallo. Kerstin, 175 Jahre österreichische Eisenbahn, ein viel befeiertes, ein wichtiges Jubiläum. Wie stellt sich dieses Jubiläum aus deiner Sicht hier im Südbahnmuseum dar? Ja, so ein Jubiläum ist natürlich immer eine große Herausforderung für ein Museum, aber auch ein wichtiger Impuls. Und ich glaube, wir haben es auch 2012 sehr gut geschafft, mit einem umfangreichen Rahmenprogramm dieses Jubiläum gebührend zu feiern. Ja, aber wir bleiben natürlich nicht stehen. Es gibt viele Visionen für die nächsten Jahre. Und es zahlt sich aus, auch 2013 das Südbahnmuseum zu besuchen bei 176 Jahre Eisenbahn für Österreich. Das klingt gut und ich denke, wir werden darauf zurückkommen. Danke, liebe Kerstin. Und wir, liebe Panorama-Freundinnen und Panorama-Freunde, wir sehen uns in Kürze in Wien im Technischen Museum.